Wenn Sie eine benutzerdefinierte Liste erstellen möchten und Sie haben, so wie hier in unserem Beispiel, schon die entsprechenden Eingaben auf Ihrem Arbeitsblatt vorgenommen, können Sie diese Vorgabe direkt für Ihre benutzerdefinierte Liste verwenden. Markieren Sie dazu den entsprechenden Bereich, hier im Beispiel also A4 bis A8. Nun wechseln Sie über Datei, Optionen, in das Dialogfeld der Excel-Optionen. Dort angekommen, klicken Sie im linken Bereich auf Erweitert und wählen im rechten Bereich unter Allgemein die Schaltfläche Benutzerdefinierte Listen bearbeiten per Mausklick aus. Im sich öffnenden Dialogfeld Benutzerdefinierte Listen importieren Sie nun über die gleichnamige Schaltfläche den vorher markierten Bereich. Die Liste wird erstellt und wird im linken Bereich unter Benutzerdefinierte Listen angezeigt. Die entsprechenden Listeneinträge sehen Sie im mittleren Bereich des Dialogfeldes. Hier können Sie auch noch Änderungen vornehmen. Wenn Sie, so wie hier in unserem Beispiel, noch einen weiteren Markt aufnehmen möchten, klicken Sie hinter den Eintrag, wo nachfolgend der neue Markt aufgenommen werden soll. Hier im Beispiel klicken Sie hinter den letzten Eintrag. Danach drücken Sie die Eingabetaste und geben den Namen des neuen Marktes ein. Im Beispiel ist dies der Marktname F und G Markt LB. Sind Sie fertig mit der Eingabe, klicken Sie zweimal auf OK. Damit kehren Sie zurück zu Ihrem Arbeitsblatt. Die Liste auf Ihrem Arbeitsblatt ist noch markiert. Ziehen Sie nun, um den neuen Markt hinzuzufügen, das Auswählkästchen eine Zelle weiter nach unten. Heben Sie die Markierung auf und schauen Sie sich das Ergebnis an. Wollen Sie nun die gleiche Liste für den Monat Mai erstellen, klicken Sie in die Zelle D4 und geben den ersten Begriff der Liste ein und bestätigen anschließend diese Eingabe. Nun können Sie einfach die Liste über das Auswählkästchen nach unten ziehen, bis alle Märkte für den Monat Mai erstellt sind. Übrigens, Sie können eine solche erstellte, benutzerdefinierte Liste natürlich jederzeit auch noch im Nachhinein bearbeiten. Nehmen wir an, dass für den Monat Juni die Märkte aus Calw und Freudenstadt aus Konkursgründen aus der Liste entfernt werden sollen. Öffnen Sie dazu wieder das Dialogfeld benutzerdefinierte Listen. Markieren Sie dann im linken Bereich die betreffende Liste und entfernen im mittleren Bereich unter Listeneinträge die Märkte F und G Markt FTS und F und G Markt CW. Bestätigen Sie zweimal mit OK und erstellen Sie die neue Liste für den Monat Juni. Sie können auch eine Liste direkt im Dialogfeld benutzerdefinierte Listen, ohne vorher eine Markierung zum Importieren gesetzt zu haben, erstellen. Der Eintrag Neue Liste ist hierfür links unter benutzerdefinierte Listen schon korrekt markiert. Klicken Sie in den mittleren Bereich und geben folgende Listeneinträge getrennt durch jeweiliges Drücken der Return-Taste ein. Good Market FTS Good Market RW
Good Margaret, FR. Good Margaret, KA. Und schließlich Good Margaret, MA. Klicken Sie nun, abweichend von der zu importierenden Variante zur Erstellung von benutzerdefinierten Listen, auf Hinzufügen. Im linken Bereich sehen Sie dadurch dann die neu aufgenommene Liste. Bestätigen Sie zweimal mit OK und erstellen probeweise diese neue Liste auf Ihrem Arbeitsblatt. Auch diese Liste können Sie natürlich wieder genauso wie vorher bei der importierten Liste bearbeiten. Dies machen Sie wieder im Dialogfeld Benutzerdefinierte Listen. Markieren Sie hierfür die Liste im linken Bereich des Dialogfeldes. Nehmen Sie dann die Änderungen im mittleren Bereich vor. Hier im Beispiel setzen wir einen Bindestrich zwischen den Namen Good und Market. Bestätigen Sie wieder zweimal mit OK und erstellen anschließend dann wieder testweise die abgeänderte Liste. Übrigens, wenn Sie die Liste weiter nach unten ziehen, erscheint nach dem letzten Eintrag wieder der erste Eintrag in der erstellten Liste. Beim weiteren nach unten ziehen folgen dann natürlich wieder die anderen Einträge der eigens definierten Liste. Sie können eine nicht mehr benötigte Liste selbstverständlich auch wieder entfernen. Wechseln Sie dazu wieder in das Dialogfeld Benutzerdefinierte Listen. Markieren Sie im linken Bereich die Liste, die entfernt werden soll. Hier im Beispiel ist dies die Liste mit den Good Margaret Einträgen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Löschen. Die Nachfrage, ob die Liste wirklich gelöscht werden soll, bestätigen Sie mit OK. Daraufhin ist diese benutzerdefinierte Liste unwiderruflich aus Ihren benutzerdefinierten Listen entfernt worden. Übrigens, Sie können keine Liste löschen, die das Programm für Sie zur Verfügung gestellt hat. Wenn Sie hier eine Liste im linken Bereich markieren, wird die Schaltfläche Löschen im rechten Bereich ausgegraut dargestellt. Das heißt, wenn Sie hier auf diese Schaltfläche klicken, passiert nichts. Programmeigene Listen können also rückgedessen, wie schon gerade eben erwähnt, nicht entfernt werden. Zum Schluss noch eine kurze kleine Ergänzung zum Thema Reihen aus den ersten beiden Teilen. Man kann auch, wenn Sie eine Reihe erstellen möchten, diese von rechts nach links aufziehen. Geben Sie beispielsweise in die Zelle E11 die Zahl 4 ein. Ziehen Sie nun bei gedrückter Steuerungstaste das Ausfüllkästchen nach links, bis 1 Euro in der Zelle B11 steht.
So, nun sind wir mit dem Thema Reihen in Excel erstellen fertig. Wie Sie sehen konnten, ist die Handhabung und somit der Einsatz gar nicht so schwer. Dieses Feature kann Ihnen bei gezielter Verwendung so einiges an Arbeit abnehmen.